Look at my hands. This is definitely not a dream. And I'm starting to doubt the others were dreams too. Das sind solche Rätsel, die ich am meisten hasse. Ja, ich hasse die auch. Ich hasse die richtig hart und es gibt einfach Sachen, die ich in Videospielen nicht mag und da gehören diese Tonrätsel dazu. Gerade auch, wenn es so war wie eben gerade, dass man nicht mal was Visuelles hatte. Nicht mal so die dicke, die dünne, die kleine gesehen hat noch, wie das gedrückt wurde, sondern einfach wirklich nur hören und komplett mit Ohren drauf gehen. Das ist schon schwierig. Aber wir sind jetzt hier anscheinend mit Schwimmflossen bewaffnet. Ich should be scared, but it's hard to explain what I feel, but it isn't fear. Not a bit. Wir wollen da bestimmt hier oben in diesen kleinen Ausgang rein, oder? Wollen wir hier raus? Another one of those gates, like the one I saw in the temple. Da kann ich noch nichts machen. Ah, hier. I'm back to being me. Teleportiere ich mich hier von Fischmensch zu Mensch? Das ist so krass. It's hard for me to understand how these gates work. What happens every time I cross one of them? Das kommt noch erschwerend hinzu, deswegen super gemeistert. Ja, herzlichen Dank dafür. War wirklich mehr Schwein als alles andere, weil ich dachte, jetzt kommt hier die halbe Stunde, ich drücke nur irgendeinen Müll zusammen. Szene. Die ich später rausschneiden muss, wenn sich jemand angucken möchte. Aber nein, stattdessen habe ich hier geglänzt, als hätte ich den Master Skill. Also hier kann man nicht hoch, da könnten wir vielleicht lang. Da können wir auf jeden Fall wieder rumfischen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Hier können wir anscheinend auch nicht lang. Dann fischen wir. Einmal Fischmodus, bitte. Dann ist schon wieder das nächste. Oh, hier ist direkt unten so ein Tempel oder was? Ich habe doch mich nicht gerade von oben. Ach, ich habe mich da unten rein teleportiert. Ja, ich bin auch. Habe ich das nicht vorhin sogar noch gesagt? Nein, hier ist auf jeden Fall wieder mal so ein Gedönse. Another panel of this strange technology. What's it for? Something related to the currents? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gleichzeitig ankommen. Junge, raff das mal einer. Das sah doch gut aus, oder? Ja. Hat das jetzt geklappt? Ich glaube, es hat geklappt, oder? Kann ich da durchschwimmen? Also muss ich jetzt wahrscheinlich hier die Strömung umdrehen oder sowas? Das hat anscheinend nicht geklappt. Ich tippe darauf, die müssen gleichzeitig ankommen. Das heißt, den muss ich schon mal nicht drücken. Dann machen wir, wenn es hier ist.
Ah, jetzt habe ich die Strömung umgedreht. Das ergibt natürlich Sinn. Wow. Ja, hätte jetzt hier ein bisschen schwer gehabt, würde ich sagen. Das schnelle Nachladen macht das Spiel aber nicht gut. Das ist schon aber zu viel Gedöns. The island is pierced by underground currents. Scheint auf jeden Fall sehr detailreich und hübsch zu sein hier. Dann wir schwimmen mal hoch. Da haben wir auch unseren, da haben wir auch schon unseren Fischteleport. Zack. That architecture again. Where is this gate going to lead me now? Das sieht aus, wenn wir hier gleich nie mehr wieder wegkommen. Oh, hier ist noch ein Lager. Obwohl, es könnte auch ein Ancient Dorf sein. Das sieht doch diesmal mehr nach alter Struktur aus als so ein einfachem Lager. Was hat das jetzt gebracht? Werden wir noch rausfinden, mit Sicherheit. Was sind das denn hier? Komische Pflanzen? Irgendwelche Sachen? Sieht aber aus, als wenn das normale Menschen angefasst hätten und nicht so Fischpeople. Aber, wie wir wissen, verwandeln wir uns ja in die Fischpeople. Okay, scheinbar sind wir irgendwie das, wovor Mr. Garrison am meisten Angst hatte, eine Fischfroschmistgeburt. Nein, natürlich sind wir anscheinend ein Nachkomme dieser alten Zivilisation von fischigen Gottmenschen oder sowas. Hier ist noch so ein Schalter. Und ist der andere wieder aus? Nein. Looks like some sort of food. It's not human food though, and it's fossilized too. Not human food. Although they are the same style, these huts are much simpler than the magnificent architecture I've seen up to now. Schöne Aussicht hat man auch noch. Ich gehe mal da erstmal auf diese Mittelplattform, um zu gucken, nicht dass ich da was verpasse. Aber ich glaube natürlich, die Mittelplattform hier wird wahrscheinlich die Main Show sein. Wenn ich da hinten rum war. Aber ich schaue erstmal hier durch. Also wie gesagt, anscheinend stammen wir von diesem Fischpeople ab. Was? Strange Shit. Das ist ja mal der Schleimraum hoch 50. Holy moly. Das ist die Kringelbutze. Hier gibt's wieder. Okay, also die Nakal haben. Is that what I am now? Die Nakal haben anscheinend ihr Sklavereisystem gehabt damals untereinander und einige haben sich in Fischwesen verwandelt, andere in nicht, sind gestorben. Wahrscheinlich geht es noch nicht. Wahrscheinlich sind die jetzt wieder angegangen. Ja. Also wahrscheinlich muss ich noch mehr Schalter drücken. Ich renne übrigens immer noch. Dann drücken wir doch mal die ganzen Schalter. Wahrscheinlich links lang noch mehr Schalter. Hier geht's auch noch runter, hier ist wieder irgendeine Wandzeichnung. Die Nakal versklavten die Fischmenschen. Die
ganzen Häuptlings, also diese Master von denen haben ausgekratzte Köpfe. Eventuell hängt das ja damit zusammen, dass sie die Sklaverei abgeschafft haben oder so. Ich kann es euch aber nicht genau sagen. Was ich sagen kann, hier ist noch so ein Stein. Hier geht es noch verdammt weiter. Okay, ein Meteor ist vom Himmel gefallen und hat... Is that black blood the same thing as the black ooze? Und hat den schwarzen Schleim freigesetzt. How can I explain what's happening to me? What is the meaning of all this? God's blood, transformation, eternal life. I feel like I'm going through what was written in that inscription. Hier ist noch ein Schalter. Also das schwarze Zeugs haben die wohl verehrt als eine Art Gottheit und die hat denen ja auch Unsterblichkeit gegeben, weil sie sich damit in diese Fischwesen verwandeln konnten. Black blood in eyes, like in the well. Ja, in diesem, auf dieser Wandzeichnung. Die haben den Sklaven diesen schwarzen Schleim in die Augen gekippt. What the fuck? Und die haben sich daraufhin verwandelt in diese Fischmenschen. Holy shit. Richtig tiefe Hintergrundgeschichte gibt es hier noch in dem Game. Dabei suchen wir eigentlich nur Harry. Dann kann man da irgendwie hin? Ich glaube zumindest nicht von hier aus, oder? Nee, das ist nicht möglich. Hier waren wir drin. Hier waren wir drin, oder? Ja. Ich bin gerade verwirrt. Ach, hier ist diese Tür. Ich dachte, da war doch diese Röhre, wo wir noch nicht durchgegangen sind. Aber die ist hier. Hier ist sie. Hier ist auf jeden Fall viel Schleim am Start. Beziehungsweise übelste Lichteffekte. Hier muss man dann wahrscheinlich hin, wenn man das runtergelassen hat. Dann kann man da wahrscheinlich rüber. Ich hoffe mal, dass wir jetzt genügend von den Säulen gedrückt haben. Was ich aber sagen muss, was mir gerade auffällt, ist, der Effekt hier ist doch bestimmt der Wassereffekt, oder? Der hier einfach in der Röhre fortgesetzt wird. Das ist ein bisschen bescheuert. Oder breche ich mich gerne, aber ich glaube, das ist der Effekt von dem Wasser auf den Stein. Und ich finde, der macht ja auch Sinn hier. Oder kommt das von oben irgendwo hin, ne? Ich glaube nicht. Gekommen. Dann drücke ich nochmal drauf und hoffe, dass es jetzt geht. Ich hoffe, wir müssen nicht schnell runterrennen, weil schneller als so kann ich nicht. Ach, dann schauen wir mal. Was ist denn jetzt passiert? Muss ich die entweder in der unterschiedlichen Reihenfolge drücken oder nicht alle drücken? Hier ist die 4 drauf, okay. Jetzt die Frage, leuchtet der 4, weil ich den jetzt scratchen soll, oder leuchtet der, weil der zufälligerweise draußen steht?
Wir kommen nicht drum rum, einmal hochzurennen, um bei den anderen zu gucken. Die nicht draußen stehen. Na, genießen wir die schöne atmosphärische Soundkulisse und wie schön das hier aussieht. Der leuchtet doch eindeutig nicht, oder? Der ist weiß. Unterschiedliche Farben. Haben die unterschiedliche Farben? Und ich muss den Farbcode noch knacken. Ne, ich würde sagen, der ist auch... Der fährt eine Nummer rein. Ich bin noch ein bisschen überfragt, das kann ein bisschen dauern jetzt. Tut mir sehr leid. Wenn ich den anklicke, dann fährt er auf die 3. Das ergibt noch keinen Sinn, diese Symbole da drauf und so. Leuchtet mir noch nicht ein. Falsche Hütte. Aber der hat als einziger keine weißen Striche. Der geht jetzt auf die 4. Wenn ich den jetzt drücke, dann passiert doch wieder gar nichts. Da muss ich gucken. Ich drück mal drauf. Ist direkt falsch. Ist direkt falsch. Also da unten drauf sind ja so farbige Sachen. Eventuell haben die ja was damit zu tun. Weiß. Vielleicht bin ich auch einfach nur unsehend. Es scheint sich hier so zu bewegen. Es ist ja scheinbar sowas wie gelb, weiß und dann irgendwie purple oder so. Ich weiß es nicht. Aber purple hätte ich jetzt gar keinen Bezug. Außer vielleicht an den Häusern. Hier sind so weiße Hände drauf. Hier sind Striche drauf. Schauen wir mal ein Stückchen weiter. Ob da auch irgendwelche Symbole drauf sind, die wir hier drauf wiederfinden würden. Weil dann hätten wir die Reihenfolge. Hier sind die roten Hände. Und dann haben wir da noch gelbe Hände. Haben wir da weiße Hände, haben wir oben gelbe Hände. Haben wir gar keine Hände. Doch, gelbe Hände. So, das heißt, wenn wir jetzt uns das Ding angucken, versuchen wir da jetzt mal so eine Reihenfolge draus zu ziehen. Zumindest mal für eine Seite. Damit wir irgendwie rallen, was hier abgeht. Ich verstehe noch nichts, deswegen muss ich einmal ein Stückchen weitergehen, ob ich vielleicht von hier besser sehe.
Kann ich vielleicht runtergehen und von unten gucken? Dass die Person hier nicht schneller läuft, das ist ein bisschen nervig. Weil das ist die normale Gehgeschwindigkeit, das ist Rennen. So, wir haben hier jetzt eine Reihenfolge bestimmt, ne? Wir haben jetzt hier weiße Hände. Hier kann man sich angucken. There are some hand marks made with pigments. I wonder if they mean something. I better draw them just in case. Geht einmal rum. Striche hier. Das sind überall die gleichen wahrscheinlich. Ja. Dann haben wir sie jetzt notiert, ja. Dann ist halt jetzt die Frage, ist auch cool, dass man hier für die Rätsel noch so eine Richtungswechselanzeige und so hat, dass sich das alles notiert, dass du das aber teilweise gar nicht brauchst. Jetzt die Frage, hier ist der Knopf, den wir drücken. Dann machen wir weiß, gelb, rot, Striche. Das machen wir jetzt. Weiß, gelb, rot, Striche. Weiß, gelb, rot, Striche. Weiß ist das erste Ding. Ah, siehst du, wenn wir jetzt drauf drücken, ist der erste Strich weg. Das heißt, der erste Strich ist dann weiß. Ja, Hauptsache der Knopf geht nicht. Weiß. Gelb, rot, Striche. Also muss ich jetzt ganz hoch und dann wieder runter. Kann nur immer wieder erwähnen, wie toll ich dieses Spiel grafisch finde. Sieht einfach sehr schön aus. Aber wahrscheinlich liegt das auch ein bisschen daran, ich habe mir ja einen neuen Rechner gekauft und der spielt das Ding hier auf episch. Und ich habe das hochgeprügelt und ich habe eigentlich gar nicht die Erfahrung so mit Rechnern, die so sehr viel Grafikpower haben. Wahrscheinlich liegt daran, dass mir es so gut gefällt, weil bis jetzt für mich immer sonst das Beste immer PlayStation 5 zum Beispiel war. Hier war gelb, ne? Also ich schaue nochmal nach, um sicher zu gehen. Weiß, gelb, rot, Striche. Gelb. Rot ist hier. Ja, und für mich war immer das Nonplus Ultra zurzeit so die PlayStation 5 oder die Xbox Series X. Aber das hier kann auch schon echt mithalten. Rot. Striche. Und Kringel. Und Kringel ist hier. Der Knopf. Aber wir schauen sich jetzt selber nochmal nach, nicht, dass da noch so ein Knopf versteckt ist. Und wir deswegen verkacken. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Muss also das Ding hier gemeint sein. Nice, hat geklappt. Manchmal überrascht mich das Spiel so ein bisschen random, wenn es mir auf einmal die Steuerung zurückgibt in einer Szene, die ich denke, dass sie animiert ist und dass ich sie anschaue als Sequenz. Und dann auf einmal kann ich steuern und dann stehe ich da kurz und denke, okay. Damit habe ich nicht gerechnet.
Auch die Atmosphärdichte hier ist auch teilweise echt schön gemacht. So, jetzt können wir hier rüber, oder was? Was ist das hier? This civilization used these devices to raise and lower the water level. It's impressive. Water temple incoming. Obwohl, Zelda Ocarina of Time, kam das eigentlich vor Mario 64? Das wären so die beiden ersten Spiele, die mir bewusst einfallen würden, wo ich in 3D so Höhenlevel bekomme. So, hier haben wir wieder so ein Schlauchding. Hier wieder so zwei Strömungsrätsel anscheinend. Bisschen noch umschauen. Oh, hier geht's richtig tief runter. Aber was ist denn das hier? Ist das hier so prominent unterwegs? Das muss ich mir angucken. Hier unter dem Ding kann man wieder die Strömung ändern. Da muss man wahrscheinlich hier wieder durch. Ah, es ist ein bisschen random. Ich muss mal gucken. Nicht so einfach. Ah, hier gibt es anscheinend einen Tunneleingang. Dann schauen wir den Zaun an. Hier geht's auch hoch. Ich hatte gerade schon der Werfer stoppt. Ist ja scheinbar nicht. Aber wir können die Höhle nicht verlassen. Eventuell müssen wir hier Wasser reinleiten, damit wir hier durchschwimmen können. Ich weiß es auch nicht. Zumindest noch nicht. Also hier. This panel is broken. I'll have to find another way to go through. Okay. Aber dieses Panel hier. Das ist doch nicht Büro. Gut. Leute, ich muss jetzt erst drehen, das nervt so. Eine Millisekunde zu früh, weil ich so ungeduldig bin. Und wusch, wusch. Geht's noch nicht weiter? Gut. Dann drehen wir hier auch um. Wahrscheinlich flattern wir dann als nächstes da rein. Erst umdrehen. Aber jetzt ist die Seite viel zu schnell geworden. Aber es hat gleich geklappt. Gehen wir mal durch und gucken wir mal, wo wir hin. Okay, wir müssen wahrscheinlich oben rein, damit wir mit voller Wucht durch die Wand ballern. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde mich gerne noch einmal ein bisschen umschauen. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich hier nichts übersehe. Hier ist wieder so ein Geschichtsding. Entschuldigung. Da sieht man wahrscheinlich hier so eine Szene, wo sie die ganzen Leute versuchen zu ertränken. Hier ist auch noch so eine Szene. Wir schwimmen übrigens in schnell. Ach was, und hier sind dann die Hütten der Wassermenschen wahrscheinlich gewesen. Da gibt es bestimmt noch so Flashback-Brunnen, die wir uns anschauen können. The sunken continent. Was that their punishment? We know not how we all water animal. We live for
So these creatures are immortal? Müssten sie ja noch am Start sein, oder nicht? Dann müssten sie ja eigentlich irgendwie geschmeidig noch ein bisschen rumschwimmen. Aber es ist schon krass, in welche Richtung dieses Spiel sich entwickelt hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das hier so eine Fischmenschengeschichte wird direkt. Oder ich muss genau in die andere Richtung. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Einen anderen Weg finden da rein oder die Strömung. This underwater town is a beautiful place, but it has also seen a lot of suffering. All the island is that way, beautiful but dangerous. The danger does not seem to affect me though. Kommen wir hier rein? Wir sehen gar nichts. Jetzt ist die große Frage, wo wollen wir hin? Muss ich wirklich alles noch einmal umdrehen, damit wir mit viel Getöse da durchschwimmen? Müssen wir ein bisschen den Überblick verschaffen hier, es ist ein bisschen sehr komplex. Ich meine, da oben sind wir angekommen. Wir würden eigentlich gerne hier rein. Glaube ich. Aber ich glaube, hier durchzuschwimmen bringt uns nicht so viel. Ja, Leute, dann drehe ich das einfach mal um, wenn es denn geht. Vielleicht kann man ja einen nicht umdrehen. Dann wissen wir, dass es so ist. Den können wir nicht umdrehen. Oder hat er das Ding vielleicht oben? Nee. Der ist auch kaputt hier. Ich wüsste jetzt nicht. Der steuert mich auf den zu. Sehr verwirrend, oder? Wo wollen wir hin? Ich schwimme hoch. Hier sind so Handabdrücke drauf. Hier ist der Teleporter, wo wir hin wollen. Das heißt, wir wollen hier echt in diese Röhrengeschichte rein, in die wir hier nicht durchkommen. Platz ist hier eigentlich genug zum Durchschwimmen, oder nicht? Leute, Leute, Leute. Ja, was wäre denn hier die Alternative, ne, dass ich hier irgendwie... Komm hier halt nicht durch, so. Und ich kann das Panel hier nicht bedienen. Weil es kaputt ist. Und ich muss einen anderen Weg durchfinden. Der andere Weg durch. Ach, guck mal, da oben ist auch irgendwas am Leuchten. Da schwimmen wir auch mal kurz hin. Also wir können das gleich einmal umdrehen, dass sie alle in die Richtung feuern. Eventuell kann ich ja dann da durch oder so, aber ich habe keinerlei Ahnung.
was das hier mir bringen soll. Hier ist auch noch so eine Stelle. Eventuell sehe ich es hier von oben mehr sinnvoller an. Nein. Ist aber auch krass, dass das eine Ebene ist, ne? Dass das hier so tief runter geht noch. Das ist schon cool gemacht. Also wir werden hier nicht an dem Wasserrätsel verzweifeln. Haben wir unser Notizbuch am Start? Nein. Dieses hier können wir nicht drehen. Ist da irgendwas drin, was wir wollen? Glaube nicht. Da so ein alter, die Steuerung ist hier gerade mal richtig. Jo, 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 so. Ich glaube nicht, dass da was drin ist, was wir wollen. Eventuell können wir hier die Tür irgendwie öffnen. Es wird vielleicht noch einen Schalter nehmen oder so. Dass wir hier gar nicht irgendwie so durchballern müssen, sondern einfach nur schnell sein. Irgendeine Idee muss man doch hier gut verfolgen können. Also wir können das einmal alles umändern. Was haben wir davon? Ich drehe den hier jetzt einmal um. So viel kostet mich das ja nichts. So. Jetzt dreht er sich. Zack. Wenn wir jetzt hier durch. Wohin bringt er uns jetzt nirgendwo? Das ist einfach verschwendetes Potenzial oder was? Den hier kann man nicht drehen. Der geht immer in die Richtung. Der bringt uns auch nicht dahin. Ich würde jetzt nochmal durch den schwimmen. Vielleicht hat es jetzt was gebracht, dass wir den einen unten nicht gedreht haben. Aber der war ursprünglich nicht gedreht. Das hat uns, glaube ich, nichts gebracht. Ich glaube, ich habe noch irgendeinen Fehler, den ich nicht ralle. Eventuell reinschwimmen. Aber zumindest kann man da vielleicht mal besser reingucken. Nö, man kann einfach gar nichts. Das ist immer sehr wunderbar. Ja, die Frage ist einfach, was bringt mir das denn, wenn ich da so stocke? Er stockt halt genau vor diesem Ding. Vor dem Teil stoppt er. Und da wäre halt die Frage, warum. Kann man hier vielleicht noch irgendwie interagieren oder so? Weil ich versuche natürlich mit Highspeed hier anzukommen. Ich kann auch nichts machen. Außer dieses hier, was ich gerade tue. Was steht denn hier noch drauf? Nichts mehr. Was ist hier unten los? Leuchtet irgendwas grün? Täuscht. Und
Das täuscht. So. Ach, ist hier vielleicht der Knopf, die Tür zu öffnen? Lol. Ja, schwimm schneller. Was zur Hölle, den Knopf habe ich echt nicht gesehen. Sorry. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? My illness has kept me from being happy. What I feel now is the complete opposite of being sick. I feel full of life and energy. Even better than before my illness. Dann fischwarpen wir mal wieder. Jetzt sind wir hier rausgekommen unten. Nice. Aber wo ist Harry? Das ist die große Frage. Wo ist Harry? Würden wir hier rauskommen? Ach. Ja, wollten wir. Now the water level is really low, so I can access that tunnel. Ja, nice, aber von wo kann ich den denn accessen? Dann muss ich hier wieder rumwalken, oder nicht? Das ist hier ein One-Way-Walk. Okay, ich gehe woanders lang. Beruhigen Sie sich. Das ist auch ein neuer Weg, ne? These creatures lived like slaves, all their lives imprisoned and tortured in this place. Was it possible to live a decent life in here? If you've lived all your life in a prison, how would you know that you are a prisoner? Könnte dir jemand sagen, sonst wüsste ich nicht wie. Das ist, glaube ich, unmöglich sonst. Ach, hier sind wir. Ach, hier ist das mit dem Schalter. Der wundervoll riesige Schalter, den ich nicht gesehen habe. Now I can enter this tunnel. Ja, ich bin zwar der Meinung, du hättest auch locker durch diese Ritze an der Seite kommen können, zum Beispiel durch diese. Aber ich bin ja nur ein Mensch und habe keine Ahnung von Fischleuten. Jetzt geht's tief runter hier. Da ist wieder so ein Strömungsrätsel. Sehr oft recycelt in dem Game. Und auch an der Stelle total unnötig, weil es gibt nur einen Weg. Hallo, Interaktion, danke. Aber wahrscheinlich sorgt es einfach dafür, dass es One-Way ist, dass man nochmal puzzeln muss. Und. This current is quite strong. I wonder where it will take me. Magischer Moment. Aber gut, das hätte auch als One-Way gereicht. Das ergibt einfach keinen Sinn. Kontrolle.
Mein Auge. Nein, mach nicht Auge. Ein riesiger Kraken. Oder Kaiman? Nein, Kaiman. Kaiman. Kaiman ist ein Krokodil. Ist mehr oder weniger Autoscroller gerade. Hier ist der Fischtransformator. Wo sind wir denn jetzt gelandet? That ladder. Someone set up camp in here. Wieder eine Versklavungsszene. Wir gehen einmal kurz hier lang. Auch wenn das Spiel uns auf die Leiter schickt. Holy shit, ich dachte gerade, die haben die Köpfe abgerissen, aber das ist nur so ein Witterungserscheinung. Und da ist auch schon wieder so ein Schalter. Was ist das hier, hm? Boah, gleichzeitig drei Stück. Meine Güte. Das Spiel triggert aber richtig für die. Ja, wie nennt man das? Die Angst, schnell Dinge machen zu müssen? Hektik? Gehen wir jetzt doch erst ins Lager. So. Vielleicht treffen wir doch nochmal Harry. This. Oh my god. Did I almost forget about Harry? Ich nicht, du. Ja, nur dein Mann. Ein Boot, ein Transportmittel. She doesn't seem to care much about Harry. And she doesn't seem to be thinking straight either. Harry wird jeden Tag verwirrter, aber heute sagte er, dass er einen Ort gefunden habe, an dem er ein Ritual abhalten würde. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Ich muss weitermachen, ihm zuhören und ihm folgen. Ich kann ihn nicht ertragen, aber ich darf es nicht offen zeigen. Denn wir sind als Einzige noch übrig. Und dieser schwarze Schleim... Harry, that look on your face. You look deranged. They seem to loathe each other. Ja, ist schon ein krasser Blick drauf. Ne? Oh, was ist hier los? Somebody painted these symbols on the wall. Kringel entspricht 5-mal Blitz. Krug entspricht Auge und Blitz. Und Kringel entspricht Krug und Blitz. Okay. Bestimmt die Geschwindigkeitsangaben für diese komische Rätselgeschichte da gleich unten. Weißer Sandstrand, Tiahora baut bloß. You followed the river from the temple summit. And it took you some days to find this entrance. Wo ist das Heiligtum? A sanctuary. Harry, was that where you went? Die Herren haben ihre Sklaven mit einem Boot zu ihrem Heiligtum gebracht, um das Ritual zu vollenden. Oh dear, poor people. Is this why I'm changing too? Im Heiligtum scheint der letzte Teil des Rituals stattgefunden zu haben.
So the guide left the expedition. That would explain the workshop on the White Sand Beach, where I arrived. Monsieur Everhart und Madame Ward. Wir haben auf dieser Insel schon viele Tode erlebt. Ich habe ihnen so lange, wie ich konnte, geholfen, aber ich werde mich nicht zu einem Gehilfen bei diesem absurden Ritual machen. Ich werde am Strand zum Strand zurückkehren, ein Floß bauen und diese verfluchte Ile verlassen. Sie finden mich dort, falls sie ihre Meinung noch ändern sollten, aber nicht mehr allzu lang. Maururu roa au revoir. Tiahora. Ja. Wenn die so einen weg haben, dann wäre ich natürlich auch direkt abgehauen. The sun is setting. It is so beautiful. Kommen wir wieder nirgendwo dran. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. So, ist auf jeden Fall schon mal malerisch. Aber wir dürfen uns natürlich jetzt erstmal unserem Geschwindigkeits-Plusmittel-Rätsel widmen. Also ich finde den Look einfach gut. Also da sollten echt viele Spiele sollten in die Richtung mal gehen. Bei vielen Genres würde das echt passen. So. Das wird jetzt bestimmt richtig erzählen. This panel looks different from the others. It's much more elaborate. Also Fug und Blitz brauchen so lange wie Kringel. Hat sie das notiert? Das hat sie. Krug und Blitz brauchen so lange wie Kringel und Kringel braucht viermal so lange wie... Holy moly. Also drücke ich am besten auf... Krug, Auge, nee, Krug, Kringel und dann gucke ich, dass ich mit dem... Die beiden übereinstimmen. Also der Kringel braucht am längsten. Boah, es war minimal, ne? Das war ein bisschen zu früh. Ja. Ich mach mal so hin. Den zu früh gedrückt und den zu spät. Wieder nicht? Hallo? Wie gleichzeitig sollen die denn ankommen? Gibt's doch nicht.
die beiden sind auf jeden Fall schon mal gut getimt, wenn ich den hier starte. Früher. This must be my transportation. Jetzt haben wir es. Was ist passiert? Ach, hier ist das Floß gekommen. Ein Steinfloß, physikalisch ein Wunder. Aber es ist ein sehr schönes Spiel, immer. Versunken, du hast Kapitel 5 abgeschlossen. Wundervoll.